Ja, erstmal herzlich willkommen in meinem Vortrag für heute Nachmittag. Ist ein bisschen wenig heute hier, weil wahrscheinlich auch einige Leute andere technische interessante Vorträge hat. Und hier geht es natürlich mehr oder weniger um Technik, sondern geht es mehr um Prozess und Erfahrung und Austausch. Ja. Das heißt, hier in diesem Vortrag würde ich gerne mit euch diskutieren über die Verfahren, warum oder lohnt sich überhaupt, ja, in so ein Open-Source-Projekt mitzumachen, ja, beziehungsweise erstmal nutzen, mitzumachen und anschließend selbst zu gestalten. Ja. Bringt da was für mich als Privatperson und auch irgendjemand, der in so einem Unternehmen arbeitet? Für heutige Agenda habe ich im Prinzip folgende Punkte. Einmal natürlich erzähle ich kurz über mich. Ne? Ich glaube, ich bin ja kein Linux-Torwald, dass das hier vorne steht und jeder von hier, von uns sofort kenne. Ich glaube, niemand in diesem Raum kennt mich. Doch, Christian kennt mich. Ja, aber ansonsten erzähle ich natürlich ganz kurz über meine Hintergründe, meine Historie. Was habe ich bis jetzt im Kontext von Open Source gemacht? Und was tue ich zurzeit auch in diesem Kontext? Und natürlich die Frage, warum mache ich überhaupt diese Präsentation? Das ist heute Sonntag und ich glaube, wir haben alle Interesse daran, hier unterschiedliche Techniken anzuschauen, aber das investiert man auch Zeit. Und daher für mich ist auch ein wichtiger Kontext, ich sage, warum tue ich es? Ich habe hier natürlich bestimmte These, was ich mit euch auch gerne diskutieren möchte. Und dann, meine These natürlich wird unterstützt von meinen Erfahrungen. Ich habe einige Erfahrungen gesammelt bis heute im Open-Source-Kontext und dann versuche ich auch hier zu erzählen, was ich bis jetzt gemacht habe. Die wichtigste Frage lautet natürlich, lohnt sich das überhaupt? Anschließend gebe ich euch vielleicht zwei Werkzeuge, die aus meiner Sicht sehr interessant ist, dieses sogenannte Reifegradmodell, dieses Maturity-Modell. Es gibt zwei unterschiedliche. Die Frage lautet, können diese Werkzeuge uns auch bei unserem täglichen Doing im Open-Source-Bereich auch helfen? Und eine kurze Zusammenfassung, was ich eigentlich hier erzählt habe. Organisatorisch, so habe ich verstanden zumindest, hier von Foscan Crew, das heißt, Fragen werden am Ende gesammelt und dann gibt es... Zwischenfragen, wir haben ein Mikrofon hier. Zwischenfrage gerne sofort, weil ich glaube nicht, dass ich eine Stunde ausreizen werde, sagen wir so. Ne? Deshalb auch gerne, wenn jemand direkt Fragen hat, sofort unterbrechen und dann auch entsprechend Fragen stellen. Also, mein Name ist Rufi Devanto, haben wir alles auch mitbekommen. Ich arbeite zurzeit bei DEVK-Versicherungen in Köln im Bereich von Softwareentwicklung. Ich war selbst Autor bei Java Magazin seit 1998. Das ist der Anfang von Java Magazin, als das in Deutschland rausgekommen ist. Bin auch selbst Autor bei Heise Developer. Ich habe einige Artikel da verfasst. Trainer für Java, Maven, Spring Framework und Qt. Qt ist so ein Werkzeug, Transpiler, Java to JavaScript Compiler, im Prinzip, was Google vorher entwickelt hat, was Google anschließend in so ein Open Source Community so übergeben hat. Mit Softwareentwicklung bin ich schon lange unterwegs. Ja, ist, glaube ich, dieser typische Softwareentwickler, ne, mit 80er Jahre. Mein erster PC, IBM PC XT 80680er, hat angefangen mit Basic, hat programmiert mit Assembler und dann kommt Turbo Pascal, ne? Das war echt super toll. Und dann gibt es Delphi, C++, Visual Basic, JavaScript, als es im Prinzip das ganze Internet angefangen hat, mit dann so dieser erste Netscape Communicator, Netscape Webbrowser und dann am Ende auch Java und bin heute in Java geblieben, immer noch. Bis jetzt habe ich noch keine andere neue Programmiersprache. Kotlin ist gut, aber ja, so unterschiedlich ist das auch nicht. Deshalb bin ich immer noch bei Java geblieben.
seit 2000 bin ich auch tatsächlich Open Source Fans und Supporter, insbesondere im Bereich von Java. Ja, und dann 2001 hatte ich auf Java Magazin eine Special Edition zusammengestellt, Open Source und Java. Ja, das geht da um Businessmodell, Lizenzen, Foundation, Stiftungen, ja, Plattforms und Produkten. Ja, bin ich selbst auch an der Uni Münster für diese OpenAS, so eine Plattform für E-Learning zuständig und da auch entwickelt und da auch tatsächlich mit dazu Campus Source entwickelt. Das ist so eine Stiftung für sämtliche E-Learning-Plattforms an der Uni, am Anfang war in Nordrhein-Westfalen und dann tatsächlich anschließend Richtung gesamte Deutschland. In Object Web war ich auch aktiv Member für Application Server, für technische Plattformen. Object Web ist auch ein Konsortium aus Frankreich, die dann im Prinzip sämtliche technische Dinge, Plattformen, Application Server für Open Source auch umsetzt. Ist so eine Forschungsgruppe im Prinzip in Frankreich. Ich selbst bin noch sehr aktiv in diesen Open-Source-Projekten, habe selbst auch einige Open-Source-Projekte noch betreut und anschließend, was ich gemacht habe, eigentlich, was ich bis heute auch noch tue in meiner Arbeit, ich versuche es zu jedem Unternehmen, wo ich bin, im Prinzip Open-Source-Software zu ermöglichen. Ja, das heißt, bei Deutsche Post war ich tätig, lang tätig, bei Interzero war ich auch tätig und dann jetzt bei DEVK. So, warum mache ich diese Präsentation? 2001, als ich angefangen habe mit Open Source und Java, das war echt fast kaum da. Ne? Ich meine, die haben alle gefragt, warum nutzen wir Open Source, wieso, weshalb, warum? Das war noch diese Frage. 2019, 18 Jahre später, Java selbst ist ja schon Open Source geworden. Ja, jetzt haben wir unterschiedliche Java-Runtimes. Nutzung von Open Source ist Business as usual. Ich frage jetzt hier in dem Publikum, wer hat in seinem Unternehmen noch gar keine Open Source Software verwendet? Keiner. Also, ne, ist Business as usual, jeder nimmt, jeder nutzt. Mitgestalten und selbst Open Source produzieren, das ist in Technologieunternehmen heutzutage auch gang und gäbe. Hier sind die ganzen Java-Implementierungen, die Open Source geworden sind. Ne? Und sogar diese Open-Source-Software ist tatsächlich in technischen Unternehmen, in digitalen Unternehmen, ist ein Success, ein Erfolgsfaktor. Wenn wir auch hier sehen, IBM mit Red Hat ist komplett Open-Source-Unterstützer, Microsoft GitHub und diese ganze Docker, Kubernetes, was Google-Plattform nutzt, ist alles Open-Source. Google mit Android, Chrome, völlig Open-Source. Facebook mit React, ja, sind alles auch Open-Source-Produkte, die tatsächlich dieses technische Unternehmen richtig ausgenutzt oder genutzt hat. Als ich die Folien gemacht habe, habe ich mich gefragt, das sind alle amerikanische Unternehmen, oder? Ich sehe gar kein einziges europäisches Unternehmen in diesen Folien. Letztes Mal habe ich mitbekommen, SAP hat es jetzt auch angefangen, irgendwelche UI-Framework von SAP haben die Open Source zur Verfügung gestellt, aber das ist so ein kleiner Headline, also das ist, kann man wirklich tatsächlich vernachlässigen. Die US-amerikanischen Unternehmen, die sind so weit, die nutzen diese ganzen Open Source-Strategien und haben dadurch auch tatsächlich Competitive Advantage, das heißt, die haben mehr Gewinn dadurch gemacht. Google ohne Android und Chrome ist nichts mehr heute. Ja, Fragen? Gerne.
Genau, Reboot mit Reboot gehabt. Rebooting helped. Ja. Es gibt ja diese kleine Linux-Klitsche in Nürnberg, die Firma SUSE. Nur so nebenbei. Die machen auch Open-Source-Business. Das ist richtig korrekt. Stimmt. Hier nochmal zur Wiederholung. Er meinte, es gibt doch diese kleine Klitsche-Unternehmen, SUSE. Ja, die machen auch Linux, Open-Source und so weiter. Ja, ist richtig. Ist gerade nicht in diesem Umfeld, was ich hier gemalt habe. Ne? Noch Kommentare dazu? Okay. Es gibt auch Ausnahmen heutzutage, 2019, wir sind im 2019. Ne? Nutzung von Open Source Software ist verboten bei einer Barmer Ausschreibung für elektronische Personalakte. Das ist auch schon sehr interessant. Die Verwendung von Open-Source-Software ist grundsätzlich nicht erlaubt, ja, bei der Ausschreibung. Ja. Am zweiten Satz wird natürlich ein bisschen runtergemacht, indem man sagt hier, der Auftraggeber wird sodann über die Verwendung der Open-Source-Software innerhalb angemessener Frist nach freiem Ermessen entscheiden und dem Auftraggeber seine Entscheidung in Textform mitteilen. Das heißt, es ist nicht überall Business as usual. In Tech-Companies wie Google und Co. in den USA, ganz klar, aber in Deutschland, n-n. Also, meine Vermutung oder meine Beobachtung lautet auch entsprechend nach meinen Erfahrungen, im Jahre 2019 nutzen viele deutsche Unternehmen Open-Source-Software, aber mitgestalten und produzieren selbst in nicht-technische Unternehmen in Deutschland ist immer noch nicht Business as usual. Bitte. Hi, mich würde interessieren, was hier als nicht technisches Unternehmen geführt wird. Es gibt ja diesen populären Artikel Software is eating the world und das deutsche Produkt, das Auto, nebst dem anderen Bürokratie, lernt ja gerade sehr, sehr schmerzhaft und für viel, viel, viel Geld, dass Maschinenbau nicht mehr Geschäft ist, sondern Software. Wo würdest du die Grenze ziehen? Ja. Kurzer Einblick, sehr schön, und zwar: Was heißt denn nicht technische Unternehmen? Na, weil heutzutage ist ja Software eating the world. Genau, da kommt auf meine nächsten Folie. Ne? Und tatsächlich 2019, alle diese nicht technische Unternehmen, wie ich geschrieben habe, eigentlich produziert und super abhängig von dieser Software, genauso wie Sie gerade erzählt haben. Na, das ist auch meine Beobachtung. Schön. Ja, also ich glaube, dass es nichts damit zu tun hat, ob technisch oder nicht technisch. Die Abhängigkeit von Software hat jedes Unternehmen. Wie stark ist eine, kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ja? Also ich finde, der Punkt, der hier aufgebracht wurde, ist zu 90% mindestens valide. Ja. Und man muss drüber nachdenken. Das ist der Knackpunkt hier an der Diskussion, die wir jetzt begonnen haben. Das ist jetzt vom Vortragsstil ein bisschen ausgeartet, aber es ist gut so. Ja, genau ist der Punkt auch hier erwähnt. Ne, alle Unternehmen brauchen diese Software. Ne, und genau der Punkt, ne, Software is eating the world. Das heißt, alle Unternehmen, auch Versicherungen, die brauchen eigentlich nur noch Software. Ne, die haben eigentlich nur Software, was sie verkaufen. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht drin. Daher, meine These lautet eigentlich, um bessere Softwareproduktentwicklung zu haben, mussten wir die Software eigentlich Open Source machen. Ist sehr radikal, ja, aber Softwareentwicklung im Open Source Umfeld hat definitiv bessere Entwicklungsprozess als was man in normalen Unternehmen auch kennt. Ja, das heißt, diese ganzen Unternehmen sollten eigentlich aus meiner Sicht
Ja, Open Source Software nutzen, klar, nutzen wir alle, ja, haben wir auch gefragt, sollten auch mitgestalten, ja, und auch selbst produzieren. Das ist meine These. Okay. Ganz kurz als Exkurs, da gibt es immer zwei Bereiche bei dieser ganzen Open-Source-Geschichte, die Mediatoren. Für mich ist es immer zwei getrennte Punkte. Einmal sogenannte Foundations, das ist für mich so wie eingetragener Verein oder Stiftung, und einmal Plattforms, das ist technische Plattform, wo wir eigentlich die Software im Prinzip verwalten können. Foundations hier in dem Beispiel ist mehr so Organisation, man hat Mitglieder, hier im Beispiel Object Web, Apache, Campus Source, kommen hier noch dazu, FSF, Free Software Foundation, Eclipse Foundation, also so mehr die organisatorische Ding. Und technische Plattform, was natürlich immer genutzt wird heutzutage in dieser Open Source Welt, ist im Prinzip, das ist eine Plattform, die dann Makro- und Mikro-Software-Entwicklungsprozess unterstützt. Ja, was ist Makro-Entwicklungsprozess? Makro bedeutet für mich, ist das im Prinzip von Analyse, Design, Implementierung, Test und Inbetrieb nehmen. Ja, so die groben, die großen Prozess von Softwareentwicklung. Und Mikro bedeutet für mich, als Entwickler gehe ich ja erstmal, wenn ich eine Anforderung bekommen habe, muss ich Code auschecken, muss ich Code kompilieren, muss ich Code verbessern, Unit-Tests schreiben, ne, und Testing und einchecken in Git oder was auch immer, in so ein SCM, Source Code Management, und dann anschließend auch releasen. Ne, das ist diese technische Plattform, die ich unterstütze, dieser Makro- und Mikrosoftware-Entwicklungsprozess. Ja, und dann beispielhaft hier, ich habe bis jetzt zumindest diese vier auch gesehen, ne, bis jetzt. GitHub, SourceForge, Bitbucket und GitLab. Und das sieht man auch, hier sind voll US-amerikanische Unternehmen, was dahinter steht. Ne. Es ist kaum europäisches technische Plattform. In Foundation hat man schon europäische Dinge, wie Campus Source, kommen wir auch noch gleich dazu. Object Web ist in Frankreich sehr groß. Ne, aber in dieser technischen Plattform tatsächlich voll US-amerikanisches. Danke. Also ich stimme dir zu, dass zum Beispiel die Eclipse Foundation und die Apache Software Foundation, sieht man ja schon im Namen, USA Incorporated sind. Das sind wahrscheinlich 501c3 Dinger, also AKA unser Verein. Aber wenn ich mir letztendlich anschaue, die FSF hat auch einen deutschen Verein tatsächlich, die da sehr unterschiedlich sind. Aber wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, Eclipse steckt SAP sehr deutlich drin und SAP ist eindeutig deutsch. Und exportiert Bürokratie. Ja, ist so. Genau, wir sind da recht aktiv. Ansonsten in der Apache Foundation haben wir etliche Nicht-US-Mitglieder drin. Wir hatten hier einen Vortrag von einem der Mitglieder von Apache, Isabel. Insofern, GitLab speziell ist ein voll Remote-Unternehmen, was einmal komplett über die Welt verteilt ist. Wie weit würdest du sagen, dass man den, also nicht, dass ich nicht sagen würde, dass Deutschland das Neuland-Problem hat, wie würdest du, worauf du ja einschlägst, wie würdest du da den Fokus setzen, so hinsichtlich schwerer Amerika-Schwerpunkt? Ja, für mich ist schon fraglich. Ne? Ich meine, alles, ja, Ursprung von Apache ist aus den USA. Ja? Ursprung von Free Software Foundation ist auch USA, Richard Stallman. Ja? Und es ist wenig, was aus Deutschland oder aus europäischen Ländern was rauskommt. Es gibt Warten Sie kurz. Also es gibt Gegenbeispiele, die die These stützen. Beispiel Linus, ja, wo stammt er her, aus welchem Land? Richtig, wo hat er dann seine Karriere machen können? Hier nicht bei uns, woanders. Da müssen wir mal drüber nachdenken, woran liegt das? Ja, also das unterstützt die These andersrum, ja. Ja, also zumindest, also ich glaube nicht, dass alles 100% jetzt valide ist, aber es ist was dran an, dem, okay, an der Geschichte, glaube ich schon. Ja. Ich habe natürlich hier also, extrem dargestellt, sagen wir so, ne, um so eine Diskussion jetzt ein bisschen... Also allein der Lebenslauf von Linus ist mal eine Untersuchung, eine historische Bedeutung wert, glaube ich. Ja, müssen mal ein paar Historiker sich drum kümmern, glaube ich. Das mal genau untersuchen über die Hintergründe, was ist da gelaufen,
Welche Angebote hat er wo bekommen und so weiter. Das wäre total aufschlussreich. Ja, Dankeschön. Also, jetzt erzähle ich kurz über meinen Weg Richtung Open Source Software. Warum, wieso, weshalb ich denn heute hier stehe. Und dafür habe ich so ein kleines Muster gebaut, hier, was ich hier in meinen Punkten erzählen werde. Ich habe hier einfach Open Source Projekt dargestellt mit bestimmter Domäne. In welchem Bereich ist das hier, dieses Open Source Projekt gemacht wird? Welche Geschichte steckt dahinter? Und am Ende so eine kleine Zusammenfassung. Das war mein erstes Open Source Software Projekt. Das ist Open University Support System, das war an der Uni Münster entwickelt worden. Und zwar, das ist die Domäne von eLearning. Und zwar, ich komme aus meiner Diplomarbeit 1999. Da habe ich da so ein kleines System gebaut für Entwicklung, für Learning und Teaching, sozusagen für Studierende. Und dann war die Idee natürlich, warum machen wir nicht diese Idee als Open Source? Ja, und dadurch haben wir tatsächlich ein Open-Source-Projekt rausgebracht und dann gemeinsam mit anderen Universitäten im Prinzip Campus-Source auch entwickelt. Und Campus-Source im Prinzip so eine Open-Source-Stiftung oder Verein. Und zwar geht es darum, die Kräfte von der All-Unis von NRW zu bündeln, um tatsächlich die Software als Open Source zur Verfügung zu stellen für alle anderen Unis. Ja. Und das war die ganze Zeit natürlich ein sehr gutes Projekt und aktive Community, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Universitäten haben mitgemacht und haben die Idee auch toll gefunden und alle haben auch ihre Produkte Open Source gemacht, ja, sodass alle kleinere Unis auch tatsächlich auch mitmachen können. Ja, Open As, das war diese E-Learning-Plattform, hat in der Zeit so 40.000 Studenten aus der Uni Münster zwischen 2000 und 2008 eigentlich unterstützt. Ja, da ist im Prinzip so Dokumentenverwaltung, Chatting mit Professoren, Diskussionsforen, alles, was man heutzutage bei Facebook eigentlich auch kennt. Und da gab es auch schon für Uni. Heute ist OpenAS nicht mehr aktiv. Aber Campus Source ist immer noch aktiv mit unterschiedlichen Universitäten und unterschiedlichen Open-Source-Produkten. Na, als Zusammenfassung würde ich sagen, war es eine tolle Zeit und war echt sinnvoll, ne, dass es endlich mal die Uni auch unter sich unterhalten, ja, um dann tatsächlich die Produkte auch rauszugeben. Ne, man muss nicht jede Uni einzeln die gleichen Dinge nochmal implementiert werden. Ja, und das war echt wirklich für mich so einfach, war echt ein guter Punkt. Und dann, das hat funktioniert, definitiv. Und dann 2012 in der Domäne von Datenaustausch für Unternehmen und deutsche Rentenversicherung. Da war ich bei Deutsche Post Rentenservice tätig, hier in Köln. Und zwar, es geht darum, unternehmerische Daten zwischen SAP, Deutsche Post Rentenservice mit Deutsche Rentenversicherung auszutauschen. Die haben extra so einen Standard, die nennen das Extra-Standard, um diesen Austausch zu machen. Ja. Das Problem, was ich überall sehe, die haben alle Specifications definiert, Spezifikationen auf Papiere, PDFs und alles drum und dran, besprochen, unterhalten, aber da gab es nie eine Referenzimplementierung. Jedem Unternehmen, in jeder Deutsche Postrentenservice muss immer die Implementierung selbst gestalten, auf Basis von dieser Spezifikation. Und wie wir alle wissen, so eine papierbasierte Spezifikation, ja, ohne eine Referenzimplementierung, ist ja total schwer. Ja, man hat ja immer unterschiedliche Ideen und Gedanken. Ja. Und da bin ich dann dazu gekommen und dann sage ich, komm, warum machen wir nicht auch Referenzimplementierung als Open Source? Und da waren die alle baff, die wissen noch nichts von. Ja. Und das tatsächlich gab es das und wurde auch sehr gut genutzt, sehr gut akzeptiert. Ja.
und war am Anfang war der Google Code, die ganze Code veröffentlicht. Google Code hat er zugemacht und sind jetzt in GitHub. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, das spielt Open Source Software auch sehr große Rolle, ja, weil das sind die Leute sowieso, die wollen jetzt zusammenarbeiten. Die schreiben sowieso alle Spezifikationen, Papier, in keine Ahnung wie schwer. Ja, aber keine echte Referenzimplementierung. Dann bin ich bei Interzero gewechselt und das ist so ein Unternehmen in Köln für Recycling. Ne, das ist Zero Waste, ist eigentlich das Ziel. Ne. Und 2015, da war ich da, und die ganze Softwareentwicklung-Prozess, was ich da gefunden habe, ist natürlich so typisch interner Softwareentwicklung-Prozess. Ne. Ist jetzt Zeit oder was? Okay. Und im Prinzip geht es darum, wenn man intern macht, dann denkt man, oh, ich bin doch sicher intern, ich kann machen, was ich will, ne, aber dann ein bisschen chaotisch, ne, niemand sieht uns sowieso und genau so war das. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal einfach anders gestalten. Ja. Wir können doch zum Beispiel sämtliche Produkte, was wir intern entwickeln, auch Open Source zur Verfügung stellen. Ja. Erstens, wir haben auch so einen Prozess, ne, kennen Sie vielleicht auch diesen Prozess, kennen für jeder, intern, wenn ein externer Entwickler reinkommt, da muss er bestimmte Prozesse durchlaufen. Und je nachdem, wie lange das dauert, kann wirklich echt lang dauern. Ja? Und wenn ich ein Open-Source-Projekt habe, dann ist das der Prozess jetzt Standard. Ich weiß ja, GitHub, ich brauche einen Account, ich kann direkt darauf zugreifen, ich kann direkt sofort entwickeln. Ja? Und in vielen Fällen, nachdem ich da umgestellt habe, kriegen wir sogar von unseren Service Provider, Kontraktoren, ne, so Softwareentwickler, externe, besseren Preis. Weil die sagen, okay, ich könnte den Preis ein bisschen runterdrucken hier, weil ich ja das Ergebnis sowieso als Open Source habe, da kann ich hier für meinen nächsten Kunden auch wiederverwenden. Das war viel Vorteil aus meiner Sicht. Ja, und an diese Gedanken kommen auch nicht so viele Leute. Bis jetzt meine Erfahrung. Ja, und deshalb hier in diesem Fall, das hat viel echt gut geholfen und marketingtechnisch sind die auch super, ja, bei Interzero gerade ja Zero Waste und Recycling denkt, ne, das ist ja genau, wenn ich einmal eine Software entwickelt habe, stelle ich Open Source zur Verfügung, kann auch jeder nutzen. Ne? Nicht irgendwo intern und dann geht es in verloren und was auch immer und dann wird jemand irgendwo anders nochmal neu entwickeln. Das heißt, hier hat man auch tatsächlich bessere Qualität sogar erreicht, ne, weil man kennt auch diesen ganzen Review-Prozess, ne, und zwar diese ganzen Pull-Requests, Merge-Requests, ne, alles drum und dran, was man normalerweise intern so nicht macht, ne, weil das ist ja komplett anders. Okay, und natürlich auch super Punkte, was ich erlebt habe, für Entwickler zu rekrutieren. Ja, weil die sagen, wir haben hier Open-Source-Projekte, ja, könnt ihr mal angucken, habt ihr Interesse daran? Ja, könnt sofort mal gucken, ah, okay, super interessant oder nee, ist nicht so mein Gebiet. Ja, und in vielen Fällen ist es wirklich tatsächlich ein Pluspunkt für Interzero, um Entwickler zu rekrutieren. Also, zusammengefasst, eigentlich bessere Qualität, besserer Prozess, ja, sogar Kosten sinnvoll und für Entwicklungsrequipment war echt ein gutes Werkzeug. Privat mache ich auch tatsächlich einige Open-Source-Projekte. Ein Beispiel hier, so UML, to Java-Generator, ne, ist aus meiner Sicht, als Zusammenfassen, ist natürlich gut, weil ich auch Java-Trainer bin, ne, wenn ich so ein Projekt vorstellen kann im Internet, in so einem Open-Source, dann haben die Auftraggeber meistens gesagt, okay, der kann wirklich programmieren. Ne? Der hat nicht nur theoretisch was gemacht oder sowas, aber der kann tatsächlich was programmieren, um so ein Training mitmachen zu können. Ne, das ist definitiv gut für CV. Ich selbst, wenn ich jemanden jetzt als Entwickler einstellen würde, würde ich auch angucken, jederzeit, ne, hat der was gemacht im Open-Source-Bereich,
Ja, das gehört jetzt auch zu dem Punkt. Wir sagen, okay, der hat auch persönlich auch Interesse an so einem Open-Source-Thema oder dass er mitmacht. Bei Google WebToolKit, da war es 2011 im Prinzip und das war die auch genauso, ne, das ist die Mitgestaltung, das braucht Deutsche Post in dem Fall, um Spaghetti-Code von jQuery im Prinzip zu verändern und dann, das war meine Idee, dass wir GWT mitmacht und das ist auch sehr sinnvoll aus meiner Sicht, ne, so eine größere Open-Source-Software auch mitzumachen, weil das ist ein riesiges Projekt, ne, das ist andere Code von anderen Personen muss man lesen können. Das sind komplex mit vier Teilbereichen, Transpiler Frameworks, JavaScript und Java-Metamodell dabei. Das ist für mich persönlich ist wirklich sehr interessant, weil dann lernt man auch viele Sachen. Welche Prozesse gibt das und. Das heißt, privat finde ich auch sehr interessant. Und heute bin ich noch hier bei DEVK und das mache ich genauso. Das ist mein Plan im Prinzip, das ist zurzeit noch in der Doing. Ja, das heißt, es ist auch sehr schwer, Versicherungen, das ist echt ein anderes Thema, andere Denkweise. Das heißt, da muss man auch neue Dinge reinbringen, aber wie gesagt, da bin ich zuverlässig, dass es dann auch hier, dass wir auch Nutzen davon haben, ne, wenn wir unsere Produkte tatsächlich auch in Open Source reinbringen. Ja, das heißt, ist noch open, also das Zusammenfassung ist noch offen, weil wir sind gerade in der Anfang. Braucht auch viel Unterstützung. Also, ist das sinnvoll, was wir tun? Da habe ich auch ein kleines Muster für diese Nutzung, Mitgestalten und Selbstproduzieren, ne, die drei Punkte. In privater Umgebung, klar, bei Nutzung, ne, bei Mitgestaltung, da lernt man neues auf den Entwicklungsprozess, kann man die Projekt auch Richtung ein bisschen bestimmen, sehr gut für meinen Lebenslauf, Fun mit Community natürlich auch. Ne? Als negativ sehe ich hier natürlich, muss man Privatzeit investieren und Ressourcen. Ne? Wenn man Familie hat, ist das ein bisschen schwierig, dann wird es wahrscheinlich ein Hobby. Ne? So. Ja. Wenn ich selbst produziere, eigentlich genauso, wie wenn ich mitgestalte. Ne? In unternehmerischen Umgebung ist beim Nutzung auch ganz klar, ne? Was hier natürlich ein bisschen anders ist bei unternehmerischer Nutzung, ja, man muss natürlich sich darum kümmern, um die Lizenzmodelle. Ne? Das ist, man muss aufpassen, wenn man was macht, welche Lizenzmodelle von Open Source Software genutzt werden darf. Ne? Das ist ja unterschiedliche Ziele und Gestaltung. Und man muss immer natürlich immer up to date bleiben, aber das ist eigentlich hier gut. Ja, bei vielen internen Dingen muss man nicht up-to-date bleiben, kann man auch die älteren Dinge nutzen, ne, aber das ist natürlich nicht der Fall, wenn man es selbst nutzt. Wenn ich mitgestalte, dann ist genauso, dieser ganze Prozess ist super, ich kann die Richtung von dem Projekt gestalten, ich finde besseren Support, ne, bessere Qualität, ne, weil wenn ich auch Contributor, wenn ich mitgestalte, dann muss ich auch selbst gucken, ich will ja keinen schlechten Code veröffentlichen. Ne? Security-technisch, mit mehr Leute gucken, ne? Erhöht auch entsprechend die Popularität von den Unternehmen im Prinzip. Klar, man muss immer Time und Ressourcen investieren. Wenn ich aber auch produziere, natürlich aus meiner Sicht ist das einfacher Boarding-Prozess für die neuen Entwickler und externen Entwickler. Ja, weil das ist ganz klar draußen, GitHub, hier sieht genauso aus. Ja, muss ich nicht so viel erzählen, erklären. Ja.
Weil das Problem intern sieht da wirklich anders aus, insbesondere in Unternehmen wie DEVK, ja, wo man da über tausende Leute ansprechen muss, um einen Zugriff auf bestimmte Dinge zu bekommen. Ja, da kriegt man eine Krise, bevor man da anfangen kann. Ja, und wenn ich ein Open-Source-Projekt habe, dann kann ich es auf GitHub, kann ich freigeben, fertig. Je nachdem, bessere Kosten, ne, weil die Contract, die Externe, die sagen, okay, ich kann ja den Code wieder reusen. Ja, die können auch nutzen als Referenz für die nächsten Kunden. Ja, und als negativ würde ich sagen, hier die letzte Geschichte, ne, was wir gehört haben, ja, die größeren Unternehmen, IT-Unternehmen wie Cloud von Amazon, Alibaba, Yandex und Tencent hat MongoDB und Redis irgendwie komplett ausgenutzt. Ne, sogar dass MongoDB und Redis jetzt im Prinzip die Lizenzen auch verändert haben. Ne, das ist halt immer die Gefahr. Aber insgesamt aus meiner Sicht Vorteile ist definitiv größer als die Nachteile. Okay. So, zwei Werkzeuge würde ich euch gerne auch mitgeben. Und zwar einmal dieser Open Source Maturity Modell. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Einführung von oder Nutzung von Open Source Software auch dieses Modell genutzt habt. Und zwar, es geht hier darum, dass ich ein bestimmtes Open-Source-Projekt analysiere, ja, und zwar mit dieser Open-Source-Maturity-Modell, dieser Reifegrad-Modell, ne, um zu sehen, wo befindet sich dieses Open-Source-Projekt. Ja, ist das Basic-Level, Intermediate-Level oder Advanced-Level? Ne, Advanced-Level bedeutet hier, dass man sagt, man hat Reputation bei dem Produkt zu sehen. Ja. Ich glaube, Spring Framework ist so ein Beispiel, dass das eigentlich schon Advanced-Level ist. Ja, oder Linux mit Red Hat und so, dass es dann komplett auf Advanced-Level ist. Und Basic-Level bedeutet nur, dass zumindest eine Produktdokumentation existiert für dieses Open-Source-Projekt. Ja. So geht man natürlich vor, wenn man so ein Open-Source-Projekt in sein Unternehmen einbauen würde oder nutzen würde. Ja, das ist im Prinzip so ein Werkzeug, damit ich Open-Source-Projekte analysieren kann für meine Nutzung. Ja. Definitiv sinnvoll. Ja, ich glaube, machen aber nicht viel. Die gucken nur, ah ja, Spring Framework ist bekannt, okay, wir nutzen das, fertig. Und das zweite Werkzeug, Open-Source Adoption Maturity Modell, im Prinzip geht es hier darum, ja, wie weit es ein Unternehmen zu sehen ist, dass dieses Unternehmen Open-Source-Software nutzt, mitgestaltet und selbst produziert. Ja, ganz oben, das ist im Prinzip Unternehmen, die geschafft haben, selbst Open-Source-Software zu produzieren und es ist Champion, also super, also als bekannteste und tatsächlich als Strategie umzusetzen. Ja, das ist schon ganz oben, ist ja geschäftsorientiert und nach unten sind eigentlich mehr so Softwareentwicklung orientiert. Ne? Wir wollen die Softwareprodukte verbessern, Softwareprozesse verbessern und, und. Aber irgendwann on the top ist eigentlich, geht um Geschäfte. Ja, so Red Hat, ganz klar, ne, ist Champion Strategy. Ja, die haben ja Geschäfte gemacht und alles drum und dran ist ein on the top. Aber mein Open-Source-Projekt ist wahrscheinlich erstmal ganz unten, ne, was ich gemacht habe. Ne? Das heißt hier. Und genau. Und auf der rechten Seite sieht man auch hier tatsächlich die Aktivitäten, die man tut in diesen Bereichen. Ne? Ob man gerade bei News ist, beim Mitgestaltung oder tatsächlich im selbst produzieren und als Champion, als Strategie zu nutzen. Auch sehr interessant. Ne, um sich selbst und sein Unternehmen im Prinzip auch so zu gucken und welche Wege will man denn weitergehen in seinem Unternehmen, wenn man tatsächlich Open-Source-Software nutzt, gestaltet und selbst produziert. Also, zusammengefasst. Für professionelle Entwickler, ich glaube heutzutage können wir sagen, es ist ein Muss.
Ja, wenn ich, wie gesagt, wenn ich einen Lebenslauf sehe, hat Open Source Projekt gemacht, gestaltet, dann ist das so die andere Gewicht, als wenn jemand sagt, okay, ich habe noch nichts gemacht. Für Unternehmen und Organisationen finde ich auch heutzutage generell ein Muss. Ganz einfach, einfacher Grund, besserer Softwareentwicklungsprozess. Ich habe so viele Softwareentwicklungsprozesse von diesen internen Unternehmen angeschaut. Wahnsinn. Es gibt auch immer noch hier, mein Code, das ist mein Code. Das ist so wie mein Auto, mein Pferd oder was. Mein Code, das will niemand nutzen, das will niemand anschauen. Das ist krass, je nachdem. Und daraus folgt natürlich ein besseres Produkt. Ist auch guter Marketing für dein Unternehmen. Ist natürlich, wenn man ganz top schafft, genau bei diesem Open Source Adoption Maturity Modell, dann ist das natürlich, man hat so ein kompetitives digitales Produkt, Google, Red Hat, das ist am All geschafft, bis ganz, ganz oben. Und aus meiner Sicht, Open Development und Open System gewinnen immer. Microsoft hat den Versuch ganze Zeit und so, jetzt ist sie sogar viel, viel erfolgreicher als vorher, weil die dann auch tatsächlich Open Source nutzt und entsprechend mitgestaltet und produziert. Also, das heißt, wir brauchen euch. Okay, dann erstmal war das von mir. Das ist auch ganz klar. Wir sollten auch sowohl privat als auch unternehmensmäßig Open Source produzieren. Das ist unser nächsten Level. Und vielen Dank erstmal für das Zuhören. Ich bin anschließend beim Stand DVK. Wenn jemand mit mir diskutieren will, gerne. Stehe ich gerne zur Verfügung. Und wie gesagt, wir wollen ja Open Source gestalten und deshalb gerne mit mir diskutieren. Jetzt noch Zeit für Fragen. Super, ja. Und zwar schon als Frage formuliert, in der deutschen Ausbildung, also Hochschulausbildung, in den Lehrstühlen bzw. Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, gibt es Fächer wie beispielsweise Open Source Economy und Ähnliches? Wird sowas gelehrt? Wird es weitergetragen? Weil ich glaube, da sitzt der Hase im Pfeffer. Wir haben vermutlich an der Stelle nicht das Niveau oder das, was auch immer, wie es in anderen Ländern, vor allem in den USA, wohl inzwischen Standard zu sein scheint. Und Achtung, die Beispiele sind zum Teil 20 Jahre alt. Wir sind 20 Jahre mindestens hinterdrein. Mhm. Das war die Frage, gibt es sowas und welche Aktivitäten gibt es da? Ich kenne mich da nicht aus. Die Frage lautet hier, was machen wir denn an den Universitäten in Deutschland? In meiner Zeit, als ich da Assistent war an der Uni Münster, da habe ich die ganzen Projektseminare auch als Open Source gestartet mit SourceForge. Das ist, wenn jemand ein Produkt entwickeln will, dann sagen, oh komm, wir machen dann mit Open Source Prozesse und Softwareentwicklungsprozess. Das Ergebnis stellen wir auch Open Source zur Verfügung, um einfach die Studenten im Prinzip mitzunehmen und dann tatsächlich auch in den Open-Source-Bereich mit reinzutragen. Ich kenne mich leider nicht aus, wie Open-Source vor Lesungen und sowas gemacht wird heutzutage. Ja, also um es nochmal zu konkretisieren, gibt es Lehrstühle, die dem gewidmet sind? Das ist der Knackpunkt. Gibt es die? Kennt es jemand? Hat denn jemand hier gesagt? Ah, okay. Die Frage lautet, gibt es hier Lehrstühle, die auch mit Open-Source-Dingen zu tun haben? Genau. Gibt es einer der bekannteren dürfte in Nürnberg-Erlangen sein, Dirk Riele. Googeln, viel Spaß. Große Publikation, der stellt sehr viele Dinge, die er macht, direkt auf seine Webseite oder die Publikationen sind nicht hinter Paywalls, lohnt sich. Ansonsten gab es Anfang des Jahrtausends tatsächlich an der Technischen Universität Berlin einen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Theorie, der es sehr breit gemacht hat. Mittlerweile sitzt er bei Bosch. Und die Freie Universität macht da so Teile von. Und ich war tatsächlich gerade mit einer FH am Sprechen. Das sind die theoretischen Aspekte, strategischen Aspekte.
Ich war tatsächlich gerade mit einer FH am Sprechen in Berlin, dass wir die Anwendung von solchen Konzepten und Training auf solche Konzepte tatsächlich als Modul konzipieren, was wir lernen können. Das ist noch sehr, sehr halbgar, aber das wird da irgendwo hingehen. Ich weiß tatsächlich, dass es in den USA im Raum, Washington DC, Baltimore, der Raum, dass es da Pläne gibt, das auf Applied Sciences Niveau zu lehren. Genau, das zu dem Thema. Ja, also ich glaube, das ist kritisch für einen Erfolg. Es muss in der Lehre vertreten sein. Und es muss klar sein und man muss auch nachvollziehbar, man muss also zeigen können, was Open Source Economy macht, also auch zum Teil in der Volkswirtschaft. Und das muss sozusagen für die Unternehmen ganz klar sein, weil das kurzfristige Strategie-Gewinnstreben, so 2000er Dotcom-Blase und Co., das hilft uns langfristig nicht weiter. Open Source ist meistens sehr langlebig. Und der Sinn der Open Source besteht ja darin, dass man etwas beiträgt, was dann langfristig allen nutzt. Ja? Also man bekommt sogar mehr zurück, als man selbst einzahlt. Das ist die Grundidee davon. Und das geht über lange Zeiträume am besten. Und genau das muss man transparent machen, weil sonst wird das nicht gekauft. Ja? Man muss sozusagen eine Art Handelsgut machen, das wirklich seinen Wert beweist. Und zwar im Benchmarking gegen andere Modelle zeigen kann. Und das geht nur, wenn Forschung, wirtschaftswissenschaftliche Forschung, sich um das Thema kümmert und es entsprechend vertreten ist. Und aus meiner Sicht ist das auch wichtig, dass man in Unternehmen ja, solche Leute geben, ja, die dann auch diese Open-Source-Gedanken haben, die dann auch da weitertreiben. Ne? Weil ich war in drei Unternehmen, hier in Köln-Bonn-Umfeld, nichts da mit Open-Source, die nutzen die alle, aber... Ne? Aber diese drei Unternehmen, Deutsche Post ist ziemlich groß eigentlich, ne? Und Interzero und DVK. Genau, zu dem Punkt der wirtschaftlichen Nutzbarkeit, also wie gesagt, der besagte Professur, die publiziert reichlich, lässt sich empfehlen. Ansonsten gibt es da an der Stelle, ich denke, wir haben da draußen einiges an Unternehmen stehen, die wirklich, so wie mir das scheint, ich kenne die nicht alle persönlich, tatsächlich relativ aktiv im Bereich Open Source sind. Wir haben da Leute, die aktiv am Kernel sich beteiligen. Mein Eindruck ist, es gibt natürlich ganz viele, die dieses, kostenlose Software, nein. Das ist die häufigste Wahrnehmung. Aber es gibt auch einige, die wirklich aktiv Dinge beitragen und nur das nicht großartig an die große Glocke, wie das so schön heißt, hängen. Das, denke ich, ist so eine Frage, wie sichtbar ist das Ganze? Ansonsten sehen wir in einigen Unternehmen mittlerweile den Punkt der sogenannten Open Source Offices, deren Zweck wesentlich ist, sich um das fette Lizenzproblem zu kümmern. Das ist wirklich nicht schön. Teilweise gibt es da aber auch eben den Punkt, wie können wir solche Ideen da reinbringen? Und das bringt mich dann zu dem entsprechenden Punkt. Du hast in deiner Präsentation gebracht, einmal extreme Aufwand, Leute mit Open-Source-Skills zu hiren. Das heißt also, im Idealfall würde man einfach mehr Open-Source-Skills haben. Wie einfach ist das zu machen? Da kann ich was tatsächlich zu sagen. Und das andere wäre dann, du hast erwähnt, du hast gesagt, der Open-Source-Software-Entwicklungsprozess ist der Superior Process. Dem würde ich für viele Teile absolut nicht widersprechen. Also es geht da um spezifische Praktiken und Prinzipien. Korrekt. Und du hast gesagt, dass du in den Unternehmen, das klang auch nach einer Versicherung, ganz viele Dinge gesehen hast, die vielleicht weit unter optimal waren. Und jetzt würde man sich halt fragen, du hast auch gesagt, es wäre ja schön, alles offen zu haben. Jetzt kann man sich überlegen, wenn die DEVK zum Beispiel alle ihre Risikomodelle in Open Source stellen würde, weil das ist, was eine Versicherung sein sollte in aller Regel, und ihre ganze Software, das wird sie wahrscheinlich nur begrenzt gerne tun wollen. Und hier gibt es ja die Frage, lässt sich nicht einfach die Praktiken und Prinzipien aus Open Source, die da halt sind, Pull Requests, schriftorientierte Kultur, yada yada, lässt sich das nicht auch mit proprietären Produkten anwenden? Ja. Und das ist tatsächlich, habt ihr sowas versucht? Ansonsten gibt es als tatsächlich einen kulturellen Punkt, der mittlerweile sich stärker und stärker verbreitet unter dem Stichwort Inner Source. Genau.
Und habt ihr sowas bei euch schon mal versucht zu sehen? Ja, genau. Das ist auch meistens so bei uns immer dieser erste Schritt. Ne? Man versucht, diesen Prozess von außen nach innen zu transportieren. Ne? Aber das Problem, immer noch, was ich sehe, im inneren Bereich so eines Unternehmens, ne? Die haben andere Prozesse, die haben andere Leute. Ne? Man hat viele Schnittstellen, was man bedienen muss. Und bevor man so einen Prozess tatsächlich intern richtig gut durchzieht, ne, verliert man schon, keine Ahnung, 10 Jahre, ne, aus meiner Erfahrung. Und deshalb ist es viel, viel leichter, ne, aus meiner Sicht, einfach nach außen zu transportieren, indem wir sagen, wir probieren einfach Open Source das Ding durchzuziehen. Klar, wie Versicherung DVK, ne, mit Risikomodelle und was auch immer, ne, aber ich glaube heutzutage auch nicht mehr so richtig dran. Ja, das ist so Firmengeheimnis oder was auch immer. Ne? Es geht meistens ja immer um die Menschen. Ja? Die Leute müssen gut sein, ja? Aber nicht die Software, die man geschrieben hat. Ja? Und ich glaube auch nicht, wenn man wichtige Dinge nach außen transportiert als Open Source Software, dass die Firma plötzlich direkt breiter geht. Das glaube ich nicht. Weil das ist immer noch die Menschen, die da arbeiten, die eine sehr große Rolle spielt, aus meiner Betrachtung. Du hast ja genau an dieser Stelle, nicht, dass ich dir nicht zustimmen würde, aber ich kriege immer all die tollen adversarial questions, ja. Und du hast ja speziell für den Punkt, ja, wenn die das alles in die Öffentlichkeit schmeißen, na, dann werden die nicht weggehen. Im Fall der DEVK, ich glaube, das ist eine gesetzliche Versicherung, oder? Gesetzliche Krankenversicherung. Die wird nicht weggehen, weil das Gesetz sie vorschreibt, mehr oder weniger. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, du hast das Argument gebracht und du hast auf den Slides davor MongoDB und wie sie nicht alle heißen gebracht, das ist genau dieser Fall gewesen. Die haben genau diese Lizenzänderung gemacht, um das Amazon problemlos zu werden und weil sie halt hinten drin riesige Mengen an Venture-Kapital sitzen haben, die entsprechend das den Gewinn sehen wollten. Ja. Okay, das ist natürlich sehr interessant, weil bis jetzt natürlich, was ich gemacht habe, wenn ich hier nochmal dieses Modell anschaue, das hier. Ne? Ich habe bis jetzt nur bis zum Produce geschafft. Ne? Das ist, ich produziere Open Source Software, aber die nächsten Level, wo ich sage, ich musste mit Open Source Software auch Geld verdienen und Geschäfte machen, das fehlt mir als Erfahrung tatsächlich. Und da gab es auch, glaube ich, heute auch so eine Präsentation, was ich gerade verpasst habe. Es geht um diese Geschäftsmodelle, ne? Wie verdiene ich Geld und warum ist das hart und so weiter und so fort. Bitte schön. So, eine Frage haben wir noch, die machen wir noch und danach machen wir das dann, glaube ich, im kleineren Rahmen. Das ist eine schöne Diskussion, aber... Aus meiner Sicht besteht ein Interessenkonflikt. Und zwar, ein Unternehmen ist ein gewinnbringendes Organisation und Open-Source-Projekt ist ein gemeinnütziges Organisation. Und das heißt... Open Source zu nutzen, also Bereitschaft, Open Source zu nutzen, ist viel mehr als Open Source also Entwicklung beizutragen. Und das ist ein Problem. Ja, das ist genau die These, warum ich diesen Vortrag heute mache. Ne? Deshalb heißt es auch am Anfang, ja, aber Sie nimmst du keine Antwort. Oder gibst du schon? Ne? Ich nehme immer. Bis jetzt sehe ich auch sofort. Nutzen, nehmen, gerne. Aber gestalten und rausgeben, Open Source selbst produzieren? Kaum. Genau ist der Punkt. Ne? Obwohl ich eigentlich anders sehen würde. Ne? Ja. Ja, dann vielen Dank und ich denke, du stehst für Fragen sicherlich noch zur Verfügung. Sehr gerne. Also, bei DVK unten, nee, unten hier daneben. Genau, nur dann jetzt ohne Kamera und Mikrofon. Also, vielen Dank. Alles klar, danke.